Hallo und herzlich willkommen zu OK54 Nachgefragt. Und führe zusammen, was getrennt ist. Dieser Satz ist anlässlich der Heilig-Rock-Wallfahrt 2012 in aller Munde. Wie weit Pilgernde und die katholische Kirche diesen interpretieren, will der Schmitz e.V. in seinem Café zur Toleranz herausfinden. Woher die Idee kommt und ob es schon Resonanz gab, verrät uns jetzt Alex Rollinger. Hallo, Herr Rollinger. Hallo. Herr Rollinger, erklären Sie doch erstmal unseren Zuschauern, was ist eigentlich Schmitz e.V.? Schmitz e.V. ist der Trägerverein von unserem Zentrum. Also das Zentrum heißt Schmitz und liegt in der Mustorstraße Nummer 4 und ist ein offener Treffpunkt nicht nur für Schwule und Lesben, sondern auch für Freundinnen, Freunde, Angehörige, aber auch einfach Interessierte, die sich mit dem Thema Homosexualität oder sexuelle Vielfalt oder Regenbogenfamilie und dergleichen mehr auseinandersetzen möchten oder einfach auch nur einen Kaffee trinken wollen. Sie laden ja Pilgerinnen und Pilger in das Café zur Toleranz ein. Was genau erwartet diese denn dort? Ja, also Café zur Toleranz, so nennen wir halt unser Café während der Pilgerzeit. Wir haben das also bewusst so umgetauft, quasi um uns an die Pilgernde zu richten. Und ja, was die drinnen erwartet, ist eine wunderschöne Atmosphäre mit Gesprächspartnern. Daneben bieten wir natürlich auch Informationsmaterial an, gerade auch zum Thema Homosexualität und Kirche, was ja ein nicht einfaches Thema ist. Ja. Und wann ist das Café geöffnet? Das Café ist dienstags, donnerstags und sonntags immer von 16 bis 20 Uhr geöffnet und auch freitagsabends. Mit welcher Zielsetzung laden Sie die Pilger ins Café ein? Ja, das Schmitz ist ja ein Ort, wo Gläubige und nichtgläubige Atheisten und andere Religionsangehörige von verschiedenster Art sich treffen. Und das Ziel ist einfach der Dialog, das Gespräch, sich mal aufeinander zu bewegen. Also Homosexualität ist ja gerade in der Kirche leider ein doch großes Tabuthema. Sehr vollbeladen auch mit Vorurteilen. Zum Beispiel, dass man das mit Pädophilie total verwechselt oder ja, ganz verschiedenen Problemen, die sich daraus ergeben. Und wir laden einfach die Pilger ein, sich überhaupt mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, vor allem auch mit dem Thema Homophobie. Wie war bis jetzt die Besucherresonanz im Café? Ja, es ist ja so, dass wir erst angefangen haben mit der ganzen Initiative. Und wir haben an der Fassade ein großes Banner angebracht. Das sieht man hier auch auf unserem Flyer. Café zur Toleranz. Schau mal rein. Steht da noch groß drauf, wo die Vorbeigehenden, ob das jetzt Pilger sind oder nicht Pilger, eingeladen sind, reinzuschauen. Und ja, es gab zum Beispiel Pilgergruppen, Schwule Pilgergruppen, die zum Heilig-Rock gepilgert sind und anschließend sowieso dem Schmitz halt einen Besuch abstatten wollten. Aber es gab auch Leute, die ganz spontan reinkamen. Wir haben zum Beispiel auf unserer Fensterseite ein riesen Plakat hingehangen, wo wir nennen das einen Pilgerbrief, wo wir uns bewusst an die Pilgernde wenden. Und daraufhin gab es halt schon Resonanz, dass deswegen Leute reingekommen sind und die einfach Fragen hatten. Also das waren sehr unterschiedliche Fragen. Zum Beispiel hat eine Frau mir gesagt, in einem leicht aggressiven Ton vielleicht, was wollen Sie eigentlich? Sie sind doch akzeptiert. Und wo ich dann versucht habe zu erklären, dass eben diese Akzeptanz leider in der Gesellschaft noch gar nicht so ist, wie wir alle uns das vielleicht hier wünschen würden. Oder es gab welche, die einfach den Unterschied wissen wollten, zum Beispiel zwischen Homosexualität und Pädophilie. Bin ich natürlich sehr froh, einfach aufklären zu können. Ja, natürlich. Sie sprechen es gerade an, die Akzeptanz in der Gesellschaft. Was wäre denn Ihrer Meinung nach die ideale Einstellung der Gesellschaft und auch der katholischen Kirche? Das ist eben genau der Punkt. In der allgemeinen Gesellschaft ist die Akzeptanz schon viel höher. In der katholischen Kirche ist das wirklich noch ein Problem. Es gibt ja in der katholischen Kirche Schwule und Lesben, nur leben die
ihre Lebensform sehr heimlich, weil wenn sie es offen zugeben würden, dass sie schwul oder lesbisch sind, bringt das vor allem dann Nachteile mit sich, wenn sie zum Beispiel in der Kirche beschäftigt sind. Und bekanntlich ist hier in Trier der kirchliche Arbeitgeber einer der größten Arbeitgeber hier in der Gegend. Und es gibt gerade im sozialen, karitativen Bereich viele, die dort arbeiten und die wirklich Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Das ist ein Problem, was das Thema Akzeptanz angeht, geht es natürlich noch viel weiter. In den Köpfen der Menschen gibt es halt noch sehr, sehr viele Vorurteile. Und da muss einfach noch viel mehr aufgeklärt werden. Das ist eine lange Sache, die man nicht von heute auf morgen machen kann, sondern das fängt schon in der Schule an. Wir kommen noch mal ein bisschen genauer auf die Kirche zu sprechen. Bischof Ackermann hat ja mal gesagt, getaufte Schwule und Lesben gehören als gleichwertige Mitglieder zur Kirche. Macht Ihnen das Mut oder beschreibt das lediglich die Diskrepanz, die zu dieser Frage in der Kirche herrscht? Ja, dieses Wort gleichwertig klingt gut, aber erstaunt auf der anderen Seite doch sehr, weil zwar sagt die katholische Kirche, Schwule und Lesben dürfen nicht diskriminiert werden, diskriminieren aber selber schwul-lesbische Arbeitnehmer. Oder sie sagt, wir respektieren die Homosexuellen, wir haben sie zu achten. Das ist natürlich wichtig. Aber zugleich sagt sie, dass die Lebensform quasi eine Sünde ist. Und das ist natürlich eine sehr verletzende Sache für uns. Natürlich. In Ihrem Pilgerbrief sprechen Sie auch an, dass sich die katholische Kirche von Angestellten trennt, die nicht ihrer Norm entsprechen, mit dem Verweis auf eingetragene Lebenspartnerschaften. Welche Erfahrungen haben Sie denn damit schon machen müssen? Ja, Gott, zum Beispiel ganz persönlich. Ich war früher Religionslehrer und in Luxemburg zwar nie fest angestellt, weil ich noch in der Ausbildung war, aber ich durfte diesen Beruf nie ausüben, weil ich irgendwann mich zu meiner Homosexualität bekannte. Nun kann man noch sagen, okay, wenn man jetzt in der sogenannten Verkündigung tätig ist, kann man noch verstehen, dass wenn man die Lehre der Kirche vertreten muss, dass man dann auch nach dieser Lehre leben soll. Schlimmer wird es, was ich schon vorhin gesagt habe, für Menschen, die jetzt in sozialen, karitativen Einrichtungen tätig sind, dass die nach ihrem Privatleben geschaut werden. Das ist schon sehr bedenklich. Was würden Sie sagen, wie weit hat sich die Situation von Schwulen und Lesben sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft im Allgemeinen schon verbessert? In der Gesellschaft hat sich natürlich sehr vieles getan. Dass wir jetzt schon seit einigen Jahren dieses Gesetz der eingetragenen Partnerschaft haben, wo man quasi heiraten kann als Schwule und Lesben. Man sieht das ja auch in den Dörfern, wo auf einmal konkret ein schwules oder ein lesbisches Paar sagt, so, wir heiraten, wo das irgendwie auf einmal selbstverständlich wird. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen nicht richtig, wenn man sagt, Homo-Ehe oder heiraten, weil diese Paare ja nun gar nicht gleichgestellt sind anderen Eheleuten gegenüber. Da ist also noch eine sehr große Diskrepanz, was viele in der Gesellschaft auch gar nicht wissen. Wie ich vorhin sagte, als die Frau mir sagte, es ist doch alles akzeptiert. Viele wissen einfach gar nicht, dass es da noch eine große Ungerechtigkeit in vielen Bereichen gibt. Das zum Thema allgemeine Gesellschaft. Und ja gut, in der katholischen Kirche ist es eben eigentlich so lange kein Problem, solange man sich nicht dazu bekennt, solange man das Ganze heimlich auslebt oder nicht lebt, so wie es die Kirche vorschreibt. Du bist so lange akzeptiert, solange du es nicht lebst. Es ist ja ein Unding. Das ist ja nur die Hälfte der Persönlichkeit. Man kann ja nicht sagen, ich akzeptiere dich, wenn du behindert bist, aber du darfst nicht mit dem Rollstuhl fahren. Also es ist absolut irrsinnig. Und ja, in der katholischen Kirche ist da eben noch eine sehr, sehr große Diskrepanz. Das heißt nicht, dass sich da gar nichts tut, aber es tut sich viel zu wenig oder es geht viel zu langsam voran in der
Akzeptanz Schwulen und Lesben gegenüber. Es hat sich einiges getan, aber eher durch Druck von außen, zum Beispiel durch Arbeitsgerichte von außen. Früher war es ziemlich einfach, dass man einen schwulen oder lesbischen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin einfach kündigen konnte, wenn der es zugab. Das ist heute nicht mehr ganz so einfach. Es gibt mittlerweile Urteile, zum Beispiel vom Straßburger Menschenrechtsgerichtshof, wo ganz klar da differenziert wird. Und so einfach ist es für die Kirche heute auch nicht mehr, jemanden zu kündigen. Aber es ist einfach so, dass eben die, zum Beispiel eine lesbische Erzieherin einfach Angst hat. Um nochmal auf die Leute zu sprechen zu kommen, die Sie im Café besuchen. Kann es sein, dass man bei dieser Aktion wie bei vielen dieser Art nur diejenigen erreicht, für die das Problem ohnehin nicht existent ist? Ja, dann wär definitiv unsere Aktion verfehlt, das ist ganz klar. Nun ist es so, wir haben ja diese Banner auf der Fassade aufgehangen, wo jeder Pilgerbus, der vorbeifährt, das sehen kann. Oder wir haben einen sogenannten Pilgerbrief ja entworfen, den wir auch in der Stadt verteilen, den wir auslegen, wo man eben schon was nachlesen kann und sich Gedanken machen kann. Insofern, oder hier, wie jetzt hier beim offenen Kanal, ich denke, es gibt da schon viele Möglichkeiten, wie man auf diese Thematik aufmerksam machen kann. Ob diese, die jetzt wirklich große Vorurteile haben, sich dann ins Schmitz reintrauen, das ist natürlich dahingestellt. Aber wer weiß, also ich bin wirklich sehr gespannt, es sind ja noch fast vier Wochen, wer alles kommt. Wir haben in so einem Pilgerbrief zum Beispiel geschrieben, es ist eine konkrete Art, mal Toleranz zu üben. Und vielleicht spricht das ja jemand an, gerade einen christlichen Mitarbeiter, der da was machen will. Ich habe zum Beispiel auch den Bischof eingeladen. Ich weiß nicht, ob er irgendwie reagieren wird, aber wir haben ihm einen Brief geschrieben und ihn auch auf unsere Aktion hingewiesen. Wo sehen Sie eigentlich den größten Effekt der Aktion? In der damit verbundenen Pressearbeit, also auch das Hiersein oder das Flyer verteilen oder wirklich in den einzelnen Gesprächen mit den Pilgern, die ins Café kommen? Es ist tatsächlich so, der größte Effekt ist immer im persönlichen Gespräch. Da kann man noch so viele Aktionen machen. Ich sage mir, dass wenn auch nur ein paar Leute kommen, mit denen man ins Gespräch kommt, dann hat sich die ganze Sache schon gelohnt, weil das sind ja wiederum Multiplikatoren, um es weiterzugeben, Ich denke mal, wenn einige sich mit dem Thema auseinandersetzen, dann ist das schon ein Anfang. Das ist dann schon eigentlich ein sehr großer Erfolg. Jetzt noch so zum Schluss als abrundende Frage, was macht der Schmitz e.V. außerhalb der Pilgerzeit eigentlich, um die Situation von Homosexuellen zu verbessern? Oh, eine ganze Menge. Also wir bieten zum Beispiel über ein Projekt, das wir Schlau nennen, in den Schulen Aufklärungsstunden an, also Schlau, das heißt schwule, lesbische Aufklärung in Schulen, wo die Lehrer uns anfragen können, wo wir mit ausgebildeten Teamern in die Schule gehen, um überhaupt mal aufzuklären. Oder zum Beispiel der 17.05. ist der internationale Tag gegen Homophobie, wo wir auch mit einer Aktion vor der Porta und am Kornmarkt konkret auf das Thema Homophobie aufmerksam machen. Also Homophobie heißt ja eigentlich Angst haben vor dem, was anders ist, zum Beispiel vor den Schwulen und Lesben. Und das ist ja eigentlich die andere Medaille von Ausländerfeindlichkeit oder Rassismus. Immer das, was man nicht kennt, was anders ist, da hat man erstmal sehr viele Vorurteile. Und dagegen einfach anzugehen, das sind halt jetzt so die Aktionen. Oder zum Beispiel, wir haben ja auch eine Theatergruppe, die Schmitz Family, die auf ihre komödiantische Art und Weise auch sehr vieles vermitteln können. Am Pfingsten spielen die wieder ein neues Theaterstück. Und da geht es auch um Thema Familie, aber eben nicht die klassische Familie Vater, Mutter, Kind, sondern eben auch um zu zeigen, es gibt heutzutage ganz viele unterschiedliche Formen von Familie. In dem Zusammenhang, es gibt vom Ministerium für Familie ein Projekt, wo ich der Koordinator hier von Trier bin, wo wir konkret Fortbildungen anbieten für Fachpersonal in Familienzentren oder in Jugendzentren, um da auch sehr viele Aufklärungen machen zu können.
Dann vielen Dank, Herr Rollinger, für das Gespräch und die vielen Informationen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihren Aktionen und hoffen, dass vielleicht auch Herr Ackermann sich bei Ihnen sehen lässt und Sie was bewegen können. Danke. Gerne. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich fürs Einschalten. Sollten Sie diesen oder einen anderen Beitrag nochmal sehen möchten, können Sie das gerne jederzeit tun unter www.ok54.de/mediathek. Tschüss und bis zum nächsten Mal.